Das jetzt nochmal schnell was reinhauen, nämlich die zwei Links da und dann können wir gleich weiter hupfen. Du kannst schon mal sprechen anfangen. So, warte mal, jetzt muss ich mich da wo anmelden, weil sonst, ich weiß nämlich nicht, wie man diese Zahl sonst ausspricht. Ja, Beta Trilli Quintilliarden. Nein, warte Quintilliarden. Warte mal. Das werden wir jetzt gleich haben. Ich werde das jetzt gleich. Ich hab's. Also die Zahl 20 Dezillionen. Ah, Dezillionen. Das ist a 10 hoch 60, also eine 1 mit 60 Nullen. Mhm. Und zwar das hat. Russland hat beschlossen, das ist die Strafe, die Google zahlen muss. Für, dass sie ein paar News-Channels auf auf YouTube quasi eingeschränkt haben. Also dafür, dass Google diese eingeschränkt hat, müssen sie diese Strafe zahlen, oder? Genau, richtig. Mhm. Das ist witzig, ich meine, das ist das erste Mal, glaube ich, dass Google sowas überhaupt macht. Mhm. Also mich wundert eh, dass sie es gemacht haben, wenn man rechne Google in dem Fall hoch an. Ja. Weil das sind wirklich reine Fake News Schleudern. Also was ist das? Ja gut, wenn es aber danach ginge, müsste man auch in ganzen seine Elon Musk finanzierten Fake Channels natürlich sperren. Also da gibt es ja auch man müsste viele sperren. Ja. Es wird in Österreich einige Medien geben, die da definitiv drunter fallen. Oh sollen. Ja, oh ja. Mhm. Ja. Da gibt es schon einige. Unter anderem Standard und Falter, also das links-linke Dreckzeichen, das würde ich gleich mal wegsperren. Also, na, das, ja, okay. Na, also, das ist ein das kann man ja lassen, aber da gibt es ganz andere Kandidaten. wo, sagen wir so, da treten immer sehr unterhaltsame Menschen auf. Ja. Ja, also da muss man ein dickes Fell noch haben, um das auszuhalten. Ja, so, ja, ne, ich meine, weißt du was, ja, das Orge ist ja, dass das ja noch nicht einmal das Schlimmste ist. Ich weiß, ja. Das ist ja das geht ja noch viel tiefer in diesen Moloch rein. Noch tiefer. Ich will es gar nicht wissen. Ja. Ich habe mittlerweile in den letzten Monaten sehr viel Medienhygiene betrieben. Das ist, also, boah, das ist teilweise schlimm, was, ich meine, das kriegst du ja so random auf YouTube in die Timeline rein. Na, okay, da kriege ich zum Glück nichts rein. Na. Nein, das fängt so mit einem an, das ja noch halbwegs okay ist. Ich meine, ist auch noch immer schlimm, aber. Mhm. Und dann auf einmal, dann kriegst du ein Ding rein, wo du denkst, warum kriege ich denn das? Okay, na. Also, das ist furchtbar. Glück gehabt bislang. Okay. Ja, also. Ja, das ist so quasi diese Zahl, das wäre mehr als das gesamte BIP. Aller Länder, glaube ich, also es ist mehr als das weltweite BIP auf der Welt. Mhm. Das will Russland an Strafe verhängen. Ja, das ist weitaus mehr, das ist um Größenordnungen mehr als das gesamte Weltinlandsprodukt. Von Google wäre lustig gewesen, ob sie hätten nochmal fragen sollen, ob das in Dollar oder in Rubel ist, weil sie hätten sagen sollen, in Rubel haben wir kein Problem, das zu zahlen. Ja, okay. I see what you did there. Okay, ja gut. Ja. Ja, das ist halt. Also, andererseits finde ich den Stunt von Russland ja jetzt fast ein bisschen zu fad und zu wenig kreativ, weil sie hätten ja Google einfach auf die Summe von ein Gogolplex verklagen können. Ja. Kennst du Gogolplex? Nein. Googleplex. Was ist denn das? Google ist danach
also das ist ja ursprünglich der Name von, also Google leitet sich von der Zahl Googolplex ab. Und a Googolplex ist the large number 10 hoch Gogol. Und das sind 10 hoch 10 hoch 100. Also a Zahl, die Was mit 10 einer hoch. Eins mit einer, aber das kann mein Taschenrechner nicht ausführen, glaube Ich sage ja 10 hoch 10 hoch 100. ich. Oh, ja. Das war witzig gewesen, du Das hast war schon witzig recht, das gewesen, war. aber generell sagt man den Russen ja nicht so viel Humor nach. Also zumindest Nein, also. der russischen Politiker-Elite sagt man nicht so viel Humor nach. Na, die haben irgendwie nicht viel, das stimmt. Russen selber, also die normalen Bürger, die ja prinzipiell auch was gegen den Krieg haben, das sind ja, die haben durchaus Humor. Gut, sagen wir so, in dem Land muss ich Humor haben, weil sonst wird es traurig. Ja, das müssen sie leider schon seit vielen, vielen Ein, Generationen müssen sie ne, etwas Humor das ist beweisen, um das durchzuhalten. eigentlich ist es seit es Russland gibt so. Also ich wüsste nicht, wann Russland jemals nicht so eine Zeiten gehabt hat. Es hat da kurze Zeitspanne gegeben, so Anfang der 90er bis Nee, da war ja 2000er. schon. Wer war der Mensch unter wer war da? Jelzin, Gorbatschow? Jelzin, zuerst Jelzin, ah, Gorbatschow, Jelzin. dann Jelzin. Ja. Ja, das ist irgendwie. Das war aber schnell wieder vorbei. Ja, das ist dann mit dem Herrn Putin und seinem Steigbügelhalter, dem Petrov. Na, wie heißt Er gibt so viele Namen, die da er? merke Ja, ich mir aber nicht mit alles. wem hat er sich abwechselnd immer als Premierminister Ah, und mit dem Präsident? Ding, mit dem Medvedev. Mit jedem. Na, war das der Medvedev? Was war da Medvedev, oder? Ja, wo er sich immer abwechselnd Präsident und Ministerpräsident war. Nein, nicht, nicht Medvedev ist der Tennisspieler, entschuldige, das stimmt Ja, nicht. Russland, der müsste jetzt Präsident sein. Na je, Warte mal, Russland-Präsidenten? also Prime Minister ist der Mikhail Mishutin. Okay, das sagt man gar nichts. Ah, wohl Dimitri Medvedev hat der Ah, geheißen. So, Dimitri stimmt. Medvedev, okay. Ja, stimmt. Ah ja, Okay. Dimitri Medvedev, ja genau. Also der Tennisspieler ist berühmter laut Google als der russische Präsident damals. Das heißt auch was. Okay. Google hat wirklich Humor.